Da endlich. Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Aber was ist das? Der ist zu. Na, guck mal, ein Ballon. Wuhu! Ballon knügen. Oh. Der Zombie hat noch voll abgedanced, Alter. Krasse Sache. Welcher, der da vorne, wo du bist? Yep. Hat den Moonwalk gemacht, oder was? Nee, Matrix. Nö, der hat so ein bisschen gedanced halt. Warum kannst du... Oh. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Gedanced halt. Ja. Bin ja kein Dancer. Bin mehr der Chiller. Der Chillaui. Der Chillauiger. Guck mal, sieht aber echt schön aus hier mit der Girlande. Ja, ist eine schöne Hochzeitsgirlande, ne, irgendwie so. Hier war wohl eine Party. Oder das. Eine Studentenparty. Die ja immer so... Übertrieben sind. Ja. Vor allem in Amerika sowieso. Ja. Hier weiß ich es nicht. Aber ich glaube nicht so übertrieben. Auch wenn ich mir das angucke, wenn der Präsident schon hier war, ja, dann muss es wohl ganz schön zur Sache gegangen sein. Na, Ballon. Zombies. Rotes Kraut und grünes Kraut. Alter. Ja, aber ich kann das. Ich muss irgendwas wegwerfen. Ich bin komplett voll mit Heilung, ey. Was soll der Scheiß? Ich hab noch 3 Heilsprays. Scheiße. Die werden wir später brauchen, wahrscheinlich. Ja, aber ich werde einfach mal. Du bist der Heilfreak hier dann. Klar, der Heilfreak ist dann der, der am meisten geheilt werden muss. Also ich will nicht sterben. Das sag ich dir jetzt schon. Ich eventuell auch nicht. Also das gucken wir mal, ne? Wette gilt. Hannigan, das Tor ist verschlossen. Ich habe ja nicht gesagt, können Sie helfen? Leider nicht von hier. Ach, was für ein Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne. Da müssten die Schlüssel sein. Ist eigentlich schon geil, so ein Headset, ne? So für Agenten. Hm. Müsste man echt mal so auf der Straße auch mal so machen. So tun als ob. Ja. Alles klar, das Ziel wird eliminiert. Was? Dann gucken die Leute aber. Und rennen schnell Bombe weg. Ist gelegt. Böse. Wieso, wenn es eine Partybombe ist? Lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Verstanden. Hast du gehört? Ich soll den Finger am Abzug lassen, schon klar. Oh, hier ist Munition. Heilung. Tür und so? Ah, jetzt kann ich drücken. Oh. Oh, warum war das so? Ernsthaft? Du machst doch immer alles kaputt, ey. Ich war das gar nicht. Ja, natürlich. Hannigan, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Du kannst auf die Fässer ziehen, das weißt du, ne? Wenn zu viele da sind. Es sind so viele. Oh, das ja. schaffen wir nicht. Nee. Jetzt wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Warum kann ich nicht auf dieses Ding jetzt? Ich sammle mal auf, wenn's geht. Mach das. Boah, nee, ich sammle doch nicht auf. Extrem gut gesichert für einen College-Campus. Ich könnte ja jetzt eine Brandgranate werfen, aber ich glaube, dann bist du mit dran. Das weiß ich nicht, ob das mit Friendly Fire zusammenhängt. Yeah, Alter. Gib's den. Geht oder geht nix, Alter. Geht oder geht nix. Verheilung, Hannigan. Ja. Wir müssen hier raus. Ich hab's fast. Warten Sie. Hey. So.
Dankeschön. Lass meinen Partner in Ruhe. Alter, wie viele denn noch? Kamen die nicht unendlich? Bist du scheiß... Sie ist offen! Hauster, los! Los! Achso, Film für die Grenzen auf sich von alleine. Ja klar, na klar, war ja nur... Eine Überraschung nach der anderen. Hoppala. Beschaffen Sie sich die Schlüsselkarte. Da habe ich mich wohl etwas verklickt. So, warte mal, ich muss mich mal heilen. Was? Oh, du siehst echt mies aus. Dann ist die Frage, wie mache ich das mit der Maus nochmal? Ich glaube. Warte, ich heile dich. Bleib stehen. Vorwärts! Achso, ich wollte Danke sagen. Ich dachte, sie sagt vielleicht Danke. In dem Resident Evil 5 Teil konnte man Danke sagen. Danke für die Hilfe. Ich kann's. Arschloch. Vorwärts! Warum? Halt! Ja, weißt du, weil... Vorwärts! Ich kann es halt einfach durch meinen Controller, weißt du, da bin ich so imba. Ah ja, okay. Nein, ich muss einfach nur lange B drücken und dann wirst du beobachtet und ich kann dann halt was machen. Sehr gut. Hast du die in die Schublade? Hast du in die Schubladen geguckt? Nein, ja. Hast du nicht. Die war tot. Oh. Tot. Hm? Die war ja. Geschlossen. Zu. Ein Zombie, der tot da liegt. Der liegt aber gut da. Kannst du sehen, bequem, ne? Zu sein. Moon. Und die liegt auch bequem, also sitzt bequem. Wieder jung. Kann man eigentlich schon schießen? Nee. Das ist voll unrealistisch. Weißt du, ich schieße sie in den Kopf und dann platzt das nicht mal. Ey, ist voll unrealistisch, ey. Ich weiß, ich schieße auch jeden Tag irgendwelchen Leuten in den Kopf, ne? Aber die platzen einfach nie. Voll unrealistisch. Da habe ich jetzt was gesagt. Was? Ups. Njam. Da ist die Schlüsselkarte. Warte mal. Ups, so. Kannst du den nehmen? Ich hab den Typen hier voll im Auge. Der sich bewegt, drücke ich ab. Der bewegt sich ja tatsächlich. Leute. Dann sich vielleicht noch ein paar andere bewegen. Bei manchen Situationen ist es so klar. Ja, ne? Ne? Gar nicht? Achso. Die Frau muss erst vorbei. Das ist eine lesbische Zombianerin. Zombianerin. Komm. Gut. Schnuffi. Nee, gut, okay. Schieß in den Hintern. Okay, nix. The next one, please. Ein paar Schüsse habe ich noch. Einmal da rein. Hoppala. Mach wieder meinen Roundhouse-Kick und mach. Fail. So. Der war eben bei mir weg. So, warte, du gehst an ihn vorbei und ich erschieße ihn. Man merkt doch. Was denn? Man merkt, du hast es schon mal gespielt. Ja. Ab und zu merke ich mir auch mal was. Das waren so die Schockmomente damals. Genau deswegen habe ich es mir wahrscheinlich auch gemerkt. Hä? Warum lebst du? Haben wir hier nicht alle getötet? Nee, es kommen doch immer wieder ein paar nach. Oh. Yeah, Alter, krasser Roundhouse-Kick, ey. Siehst du mal, und das gibt Erfolge irgendwie, wenn man das zu zweit macht oder irgendwie sowas. Ja. Da gab's was. Ja, ich wollte ein bisschen Munition sparen. Ah nein, jetzt habe ich schon wieder Sprengsätze aufgenommen. Wollte ich doch mal. Ja. So, alles für die Erfahrung. Ich würde sagen, machen wir den Campus erstmal wieder leer, wa? Können wir machen. Oh, hier sind so viele Sandwiches. Oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger, ey. Give me Sandwiches. Give them me. Ich hab voll Lust auf Sandwiches. Ey, der will nicht sterben.
Scharfschützenmodus. Oh yeah. Headshot. Aber ich wollte das doch machen. Du hast ja noch gar kein Scharfschützengewehr. Woher willst du es wissen? Weil, das hättest du schon benutzt. Nein. Ich benutze einfach nur meine Pistole, die sich gehört, für den Anfang. Ey, ich bin Spezialagent. Ja, ich habe jede Waffe. Okay. Na, ja, nee, ist klar. Wer hat dich damals durch alles gebracht hier, du? Nein, Spaß. Was? Ey, komm, was? Ich hab's auf der PlayStation alleine durchgespielt, ja? Oha, jetzt wird's lustig. Ich Wieso sagen, ist mir so klar, dass es oder hier wollen wir uns durchballern? Durchrennen, oder? Oder machen wir doch alles tot? Falls. Okay, töten wir. Okay. Das war ja klar. Wo die auf einmal herkommen? Von allen Ecken kommen sie. Aber warum hat man sowas in einem Campus? Ja, das ist eine gute Frage. Obwohl in Amerika könnte ich mir schon zutrauen wegen den ganzen Waffen, die die Kinder da haben. Yep. Oh shit. Was denn? Mist, ich muss mal abbrechen. Mist, mach ich das. Achso, okay. Yep. Yep. Okay. Nachladen. Ich brauch deine Hilfe nicht. Ich hab's ohne dich geschafft. Auf der PlayStation habe ich es auch ohne dich geschafft. Los geht's. Die nächste rechts. Ach so. Sie sind fast da. Laufen Sie. Hilfe. Boah, Scheiße. Hilfe. Ich werde sterben. Laufen Sie weiter. Laufen Sie. Nein, Scheiße. Rette mich. Oh, Helena! You Pizza are Helle. Dead. Dum dum dum. Naja. Komm, wir müssen auch die Tode zeigen. Das läuft ja perfekt. Ja, siehst du, es läuft ja perfekt. Ja, das ist gut. Mr. Super Special Agent. Ja, ich bin halt Einzelgänger. Ja, hier wird Teamwork gefragt. Du hast mich nicht mal gerettet. Ja, okay. Schön bei mir in der Nähe sein. Passiert ja auch nichts. Nicht vorrennen. Wir müssen hier aber. Die nächste rechts! Na gut, dann rennen wir halt. Sie sind fast da! Laufen Sie! Den zweiten. Ich glaube, wir haben einen Fluchtwagen. Ich glaube, wir haben. Okay. Hä? Mist, kein Schlüssel. Ganz sicher? Ich suche ja. Vielleicht im Handschuhfach. Nein, nichts. Im Kino sieht. Vielleicht kurz schließen? Abi. Wer versteckt das da oben? Oh, cool. Amerikaner. Hinter uns ist nichts. Rückwärts. Angeschnallt? Ja. Festhalten! So fahre ich auch immer durch die Stadt. Oh je. Gar nicht jetzt gut auch so. Den Campus hätten wir. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Mhm. Hast du das gehört? Yay. Krass fette Explosion. Mist! Aber die Waffe in der Hand, natürlich. Müssten wir nicht eigentlich schwer verwundet sein? Ah, wir sind Special Agenten. Leon, Helena, ist alles in Ordnung? Helena. Es geht schon. Aber wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Naja, es gibt dann noch einen unterirdischen Weg. Die Abwasserkanäle. Voll. Toll. Super, ich liebe Abwasserkanäle. Mhm. Geile Sache. Ja. Dann haben wir los. Ja, Männer vor. Noch ein Tor. Ah ja, hier. Yep. Du gehst vor. Ah ja, brauchst du meine Hilfe? Oh. Wegen des brauchst du meine Hilfe, oder was? Ja, wir müssen ja zusammen runter.
Lenkrad. Ja, natürlich. Ernsthaft. Ja. Ja. Mir könnte doch Lady was passieren. Könnt ihr dich auffangen und so, ne? Könnt ihr ja nett sein. Ja. Könnte. Als ob. Bitte warten. Ich hab nichts gesagt. Hast du gerade meine Möpse angefasst? Nein, ich hab deine Arme angefasst. Okay. Siehst du? Alles okay. Warte. Beeilen wir uns. Was ist los? Mögen Sie keine Kanäle? Kommen Sie, wir müssen zur Kathedrale. Dann erzähle ich Ihnen alles. Ich werde alles publik machen. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Aber Herr... Die Öffentlichkeit zweifelt an meinem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Fakten offenzulegen verursacht oft zusätzliche Probleme. Eine Lektion, die ich beim Militär lernen musste. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Und wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen. Und mit allen Nationen zusammenarbeiten, wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Sie können immer auf mich zählen. Jederzeit. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Chaos zu beenden. Das wird kein Spaziergang. Beeilen wir uns. Uns bleibt nicht viel Zeit. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Glauben Sie mir. Ich weiß.